Hallihallo, einen wunderschönen Freitag, Leute. Wir sind wieder da bei Stardew Valley im Multiplayer zusammen mit Sassiku. Hallo. Wir haben ja gestern ganz grandios die Folge einfach ein wenig überzogen. Sassiku wundert sich, dass sie gerade nichts machen kann. Dafür schicken wir ihr gleich mal ein. Das finde ich ja witzig. Okay. Es gibt da unten extra ein Smiley-Feld, aber ich kann meinen Cursor nicht bewegen. Das ist ja Wunderbärchen, wenn die Pause da ist. So, kann ich dann jetzt den Cursor bewegen? Ja. Witzig. Ich gehe weiter Holz hacken. Mietje. Guck mal, bei mir kommt das da so oben drüber, wenn ich irgendwas schreibe. So, guck mal. Huhu. Guck mal bei mir. Da. Huhu. Das würde ich bei dir auch. Ne, ich würde es bei dir sehen. Das ist auch wieder eine der Mods, die ich installiert habe. Speech Bubbles for Multiplayer. Wie gesagt, ich werde mal ein kleines Mod-Video machen, was ich so. So, also für ich Mod hab so. Vergessen. Einen Tag nächsten Morgen sind die. Die soll ich stehen lassen? Genau, nur oben. Genau. Oder einfach Holzstücke. Genau. Moment, habe ich am ersten Tag, am zweiten Tag? Okay, das morgen ist sie fertig. Ja, wir sind wieder da. Genau, nur die ganzen Bäume, weil dann kriegst du Erfahrungspunkte. Ich werde. Ich kann jetzt diese Dinger noch nicht kaputt machen, aber die kleinen Dinger kann ich kaputt machen und dafür reicht es auch aus. Die Wiese, die hier wächst, bitte nicht unbedingt wegsensen. Genau, die kleinen kannst du wegmachen, kannst du auch erstmal ignorieren, weil sie nur Energie kosten. Und im Weg sind. Ja, wenn sie wirklich im Weg sind, dann kannst du machen, aber ansonsten kannst du auch erstmal drum rumlaufen, wie du magst. Und immer schön die Rohstoffe einsammeln. Ich werde hier mal ganz viele Steine einfach kloppen. Und meine Minenarbeitserfahrung einfach steigern. Ihr seht immer die kleinen EXP-Blopsies da drüber. Ein Erfahrungspunkt gibt es immer. Das ist nicht viel. Aber es reicht erstmal aus. Ich glaube, ich sollte mir zum Geburtstag einen neuen Schreibtischstuhl wünschen. Ja. Die Frage ist nur von wem. Ich wüsste da jemanden. Du wüsstest da jemanden? Ja. Okay. Musst du mir noch sagen. Später. Genau. Ich wünsche ihn mir von Amazon. Bam. So ein bisschen Feldarbeit. Den Meteorit, was witzig ist, weil ich habe in meinem privaten Spielstand gar keinen gehabt. Ich habe doch in meinem ersten privaten hatte ich einen gehabt, aber erst im zweiten Jahr oder so. Den können wir jetzt noch nicht abbauen, weil dazu brauchen wir eine Goldspitzhacke. Ich habe jetzt die 4 Slats aufgegessen. Ja, ja, ich kann gleich mal gucken, ob ich noch neue machen kann. Hier oben wollte ich ein bisschen Platz machen. Das hier oben kann komplett weg. Ich kann nicht sehen, wenn das Level nicht kann. Nee. Nein, aber wir können die Mods theoretisch auch mal bei dir installieren. Das ist kein Problem. Fox, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres. Großvater. Okay, mache ich. Mache ich, ob es. So. Wir haben hier. Ui. Einen weiteren Pilz, den wir da theoretisch abgeben können. Die Morchel. Oh, der ist für ein Fall Foraging. Das ist ja super. Also es steht hier natürlich auf Englisch. Wie gesagt, die Mods haben es nicht so mit der deutschen Übersetzung. Warum sollte sich ein Modder, der einfach nur ein Modder, jemand, der einfach nur Mods schreibt, auch die Mühe machen, das alles nochmal ins Deutsche zu übersetzen? Kann ich ihn irgendwo auch verstehen? So mit. Ich kann kein Holz mehr machen. Ich bin zu müde.
Das ist in Ordnung. Vielleicht kann ich dir gleich was geben, was dir Kraft gibt. Ich liebe meinen Anruf, das ist noch beenden. Mhm. Also, ich mache nicht alles weg. Nee, nee, aber das Unkraut kannst du immer wegmachen. Weil das braucht keine Energie, die Sense zu schwingen. Ja. Ich könnte nur einen Field Snack zurzeit machen. Hast du Seeds? Für Bäume und so? Mhm. Nee, hast du noch nicht, weil du noch erst Level 1 bist, kriegst du erst morgen. Okay. Holz und Harz kommt da rein, also Sap kommt da rein. Nee, da kommt nur der Refined Quartz rein, den du hast. Nein. Da, in die Kiste hier, kommt der Refined Quartz rein, den du hast. Hab ich doch nicht. Und was ist das da? Ah. Sag nicht, hast du nicht. So, in die Kiste da drüber kommt Holz und Harz rein. Und pack mal das andere, das was du ganz vorne hast, auch da kurz rein, dann kann ich das nehmen. Und die Schnecke kommt da oben in die blaue Kiste. So. Wir haben schon den Eichenharz. Das und das schon wieder mal. Genau. So, warte mal, was war das? Irgendwas? Da. Krabbenbündel. Krabbe. Gucken, ist noch was? Krabbe, aha. Ich kann hier gar nichts schreiben. Du musst T drücken und dann kommst du auf den Chat. Warte. Huhu. Hi. Ich mag diese Bubble-Mod. Ich finde die witzig. Meine Oma letztens hat gefragt, warum ich immer Doppelpunkt D schreibe, also warum ich immer an meinen Bruder schreibe, obwohl ich sie anspreche. Ich so, Doppelpunkt D ist ein lachendes Gesicht. Das fand ich niedlich. Ja, das ist die Generation, die noch keine Emoticons kennt. So. Ich hab dir mal einen riesen Kuschelteddy in dein Haus gestellt. Du weißt, dass schon wieder 20.20 Uhr ist, ja? Jo. Okay. Musste erstmal noch ein paar neue Nachbarn auschecken. Yo, check mal aus, die Nachbarn. Yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Wetterbericht. Willkommen bei COSO 5, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Jetzt die Vorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Frag nur mich. Ich hab den schon geguckt, den Wetterbericht. Ich bestimmt auch, aber das war ja noch in der gestrigen Folge. Das heißt, die Leute wissen das ja gar nicht mehr. Haha. In the middle of the night. Level 1 Foraging. Sammeln auf Level 1. Du kriegst jetzt auch Seeds von Bäumen. Mhm. Du kannst White Seeds craften und kannst selber Field Snacks machen. Okay. Ich kann mir selber Riegel erstellen. Ja. Müsli-Riegel. Warum hast du den Bär dahin gestellt? Einmal anklicken, dann bewegen. Können die noch drehen? Bestimmt. Das muss ich mal ganz kurz machen. Dann das und dann. Kann ich nichts verrücken? Sitzt nicht den Schrank oder das Bett? Den Schrank oder das Bett kann man nicht verrücken. Na toll. Normalerweise kommt man immer mal noch Samen wieder da raus, aber hier nicht. Sammeln. Achso, Inventar ist voll. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal alles, was mehr als in die Mine gehen. Ja, wir haben halt sehr viel Glück, das stimmt. Es lohnt sich heute. Verkauf mal alles, was Geld bringt und dann. Warte mal, bevor du in die Mine gehst. Edelwicke. Ui, warte mal, wie gut habe ich das denn schon? Aha, schon Level 5 sammeln, okay. Und zwar nimm dir mal hier ein, keine Ahnung, 4-5 Blumenkohl mit, da aus der Kiste.
damit du gerüstet bist. Gegen den Krieg. Naja, gegen den Krieg jetzt nicht, aber... Schlau, da sind immer voll viele Viecher. Ja. Fledermäuse sind die schlimmsten. Das stimmt. So, alles was Goldqualität hat, können wir verkaufen. Weil bringt nämlich ein bisschen mehr Geld. Die Frühlingszwiebeln könnten wir theoretisch aufheben, weil da kriegen wir bald eine Möglichkeit, die teurer zu verkaufen. Also erst im zweiten Jahr. Ende Jahr 1, Anfang Jahr 2 kann man das zeitigstens bekommen. Ich gehe derweil mal ganz schnell Sachen wegbringen. Oh, da sind noch mehr Sachen zum Einsammeln. Und ein Artefakt-Spot, der aber nur Lehm enthält. 7 Erfahrungspunkte jeweils für das Aufheben dieser Gegenstände. Sammeln ist ein Skill, den ich unglaublich gerne so schnell wie möglich hochlevel. Deswegen ist es gut, dass ich mir jetzt meine Axt verbessert habe, weil ich dann andere Sachen weghacken kann und mehr Erfahrungspunkte bekomme. Weil Sammeln auf Level 10 ist einfach super gut, wenn man alles auf... Also, in dem Weg, den ich spiele, kriegt man dann alles auf Iridium. So, Krabbenreusenbündel. Dicta. Das ist kein Dicta gewesen, aber ja. Krabbenreuse fertig. Muahaha. Muahaha. Ja, doch. Okay, was habe ich noch? Die brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, dann habe ich noch Exotic Foraging und Fall Foraging. Und die Sachen nicht. Okay. Heute bekommen wir auch endlich mal wieder ein bisschen Geld. Wup, wup. Genau. Hup, hup. Nein, ich bin eingesperrt. Das exotische Sammeln. Da kommt der Pilz hin. Und das Eichenharz. Das heißt, wir brauchen nur noch eine Sache. Entweder wir kriegen noch einen violetten Pilz oder wir kriegen... Ah, ich kann das an die... Nee, kann ich noch nicht. Die Bäume sind noch nicht fertig. Guck dir das ganze Kupferohr an. Sehr gut. Das nennt man ein Flöz. Bei Kohle nennt man das Flöz. Was ist ein Flöz? Wenn Braunkohle so mehr Braunkohle an einer Stelle ist und das sich so durch die Erdschichten zieht, dann nennt man das ein Flöz. Ein Kohleflöz. So wie man Erzader sagt, sagt man halt nicht Kohleader oder man kann wahrscheinlich auch Kohleader sagen, aber das heißt wohl auch Flöz. Das klingt irgendwie nach einer Beleidigung. Krankheit. Achso, ich dachte nach einer Beleidigung. Wenn du jemanden beleidigen willst, dann nenn ihn doch einfach du alte Flöze. Ja, wir haben heute maximales Glück. Du fühlst dich glücklich. Ich habe schon 23 Mal Kupfer gesammelt. Ja. Dabei bist du gerade mal auf Ebene 7. Ja. Da gibt es gar nicht so viel. Yes, ich habe die Stahlaxt. Das heißt auch, dass wir jetzt in den geheimen Wald rein können. Haha. Glaube ich jedenfalls. Das hast du schon eine Stahlaxt? Es kann. Unfair? Weil ich das ganze Geld ausgebe? Unfair? Ja. Und ich muss mich hier mit so rostigen Schwertern abgeben. Hey, du hast dein Waldschwert. Ja, das ist voll gut. Das habe ich auch. Glaubt ihm nichts. Ich habe nur ein altes, rostiges Schwert. Hat sie nicht. Ich kann ja die Webcam anmachen, das einblenden und das zeigen. Ha! Warum komme ich hier nicht weiter? Ich habe alles getötet. Ist das eine Ebene, wo du alles töten musst? Dann geh mal in die Sanddinger rein. Vielleicht ist da ein... Muss eine Weile stehen bleiben. Ja, das musst du töten. Du musst dich bewegen, kleiner Tipp. Er ist jetzt dort, wo du die Treppe nach oben hattest. Wie? Dort, wo du hergekommen bist. Dort öffnet sich dann immer der Weg wieder zurück. Wow. Really? Ja.
Topaz. Das ist ein Topaz. Ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, aber jetzt können wir nämlich hier rein. Natürlich am Anfang ist das noch ein bisschen gefährlicher, weil hier nämlich Slimes spawnen. Und eigentlich kommt man hier so rein. Dann kommt man da so raus. Straußen fahren. Oder Strauß fahren. Keine Ahnung. Strauß fahren, glaube ich. So. Und jetzt kann ich hier nämlich wunderschöne Hartholzstümpfe abmachen. Und diese respawnen hier jeden Tag. Und zwar, um genau zu sein, genau 6 Stück. Das heißt, man kann 12 Hartholz jeden Tag bekommen. Hier aus diesem Area. Aufleveln. Yay! Ich habe ein neues Level erreicht beim Sammeln, weil Holzhacken zählt zum Sammelskill dazu. Und wie gesagt, das ist mein Lieblingsskill und den level ich immer gern als erstes aus. Dum, 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 dum. Und ich liebe die Musik hier. Moment. Warum kriegen wir kein Geschenk? Weil wir da schon waren. Das kommt aber noch bis vor Ende der Beta, dass es geteilt wird. Und ich grasse hier die ganzen Geschenke an und ich mache die Arbeit. Wir waren da schon, wir haben die Arbeit immer. Leute, hört euch das an. Das kann nicht auf 20 sein. So, wir machen das wieder ein bisschen weiter runter, das Spiel. Badada. Bei denen kannst du übrigens Schwerter und so verkaufen, wenn du mal welche findest. Ja. Okay. 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 Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber sobald der Tag zu Ende ist, machen wir dann auch zu Ende. Okay. 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Hopp. Wie viele Erfahrungspunkte geben die? Muss ich mal gucken, ob ich das jetzt gleich lesen kann. Okay, okay. 25, okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt ist abends, jetzt ist keine Musik mehr. Aber ich kann jetzt diese Large Boulders hier, nicht Large Boulders, die kann ich nicht wegmachen, diese Large Logs. Also, alles, was man schmelzen kann, kommt hier oben. Genau. Hauptsächlich Erze. Nein, nur Erze und Quarz. Kommt da oben hin. Hier kommt die Krabbe rein. Warum auch immer ich jetzt eine Krabbe habe. Die kannst du manchmal finden, wenn du diese Krabbenviecher da, diese Einsiedlerkrebse da wegmachst, die unter den Steinen leben. Ja. Habt ihr eine Inventar ist voll. Für Seeds? Weil ich habe ja noch den Parsnip. Ja, die rechte obere Kiste von den Grünen. Ja, das sind Frühlings-Seeds. Du hast sie nicht dabei, die passenden Seeds. Die sind da oben in der Kiste. Ich räume sie gleich in die richtige Kiste rein. Ah. Kann ich gerade nicht. Meine Dings ist voll. Ich muss erstmal Zeug hier abladen. Backmeat und so ein Zeug? Hier. Monster-Loot. Kiste daneben. Gib euch euer Schwert mal zurück. Ja, kannst du erstmal. Ich meine, ich kann es ja jederzeit auch der Wardrag rausgeben, wenn du mal nicht da bist. Aber vielleicht kommt ihr jetzt mal beide zu Besuch bei Gelegenheit. Weil theoretisch könnt ihr jetzt auch immer beide mitspielen. Ja. Wie viel Slime haben wir eigentlich fürs Adventurers Bundle? 73. Ich glaube, wir brauchen 99. Können wir gleich mal gucken. Handwerksraum, Aquarium, Heizraum. Abenteurerbundle. 99, 10 Fledermausflügel und eine Solar- und eine Schattenessenz. Was ist das? Eine Eule. Wir haben eine Solar, wir brauchen noch eine Schattenessenz, wir haben genug Fledermausflügel und wir brauchen noch ein bisschen Schleim. Okay, dann machen wir das noch schnell in die richtige Kiste. Und zwar in die da. Und dann gehen wir schlafen.
Sleepy Sleep Sleep. Und dann war es das tatsächlich auch gleich für diese Folge. Wir gucken noch, ich habe Sammelstufe 6, du hast Minenarbeit Stufe 1. Ich kann kleine Bomben bauen. Yay, Kirschbomben. Ich kann jetzt einen Blitzableiter bauen, das ist super praktisch, das werde ich auch gleich in der nächsten Folge mal tun. Denn Blitzableiter sind einfach super, wenn doch mal ein Gewitter kommt. Und sie geben uns Batterien und Batterien sind für 500 zu verkaufen. Also auch nicht schlecht. Wir können die wilde Saat für den Herbst bauen. Und wir können uns ein Teleport-Totem für den Strand bauen, um somit schnell zum Strand zu kommen. Awesome. So, wir haben ein bisschen Geld gemacht. Durch Hofarbeit 1130, durch Sammeln 1417. Das sind nur die Goldsachen, die wir verkauft haben. Das heißt, wir hätten sonst, wenn wir alles verkauft hätten, noch mehr. Und die Hofarbeit, die Weintrauben zählen als Hofarbeit, auch wenn wir sie aufgesammelt haben, weil sie normalerweise im Herbst dann angebaut werden können. Dann würde ich sagen, das war's aber schon für heute. Wir sehen uns morgen dann wieder. Wie immer, schaut mal auf Twitter vorbei, bei TheVardrug, bei mir als BloodyFox13. Schaut mal im Twitch vorbei, wenn ich mal wieder streame. Die Stream-Ankündigungen kommen dafür immer im Twitter. Und ansonsten... Im Twitter, ja. Ansonsten lasst einen Kommentar da, vielleicht ein Like. Schreibt mal so, was euch so einfällt. Und wir sehen uns dann morgen wieder oder so. Tschüss. Tschüss.